Moin, hallo und herzlich willkommen zu Baufix24 Wissensvideos. In diesen Videos geht es um folgende Themen. Es geht um praktische Tipps rund um den Immobilienkauf, den Kauf einer Eigentumswohnung, den Hausbau, den Hauskauf, die Wahl des richtigen Notars. Es geht um Zwangsversteigerungen, es geht um das liebe Finanzamt. Genau, in diesen Wissensvideos erhalten Sie also viele Praxistipps aus über 25 Jahren Baufinanzierungserfahrung. Ich bin seit über 21 Jahren selbstständig und habe mal viereinhalb Jahre für eine große deutsche Bank gearbeitet und kann Ihnen von daher jede Menge Praxistipps von hinter den Kulissen geben. Gut, lange geredet, jetzt geht's los. Mein Name ist Ralf Schütt und ich wünsche Ihnen jetzt bei diesen Videos viel Spaß. Das Ganze leicht erklärt, ohne Fachchinesisch und versprochen ohne juristischen Tiefgang. Das heißt, leicht und einfach verständlich. Dies ist ein Mitschnitt aus einem Seminar zu dem folgenden Thema. So, achso, was noch ganz, ganz wichtig ist, was wir auf der Ausgabenseite sehen sind, deswegen, das steht da auch nicht drauf, vergessen haben, ist das Thema Auto. Jetzt kommt wahrscheinlich gleich wieder ein großer Aufschrei. Privatauto, was schätzen Sie, was setzt die Bank an Pauschale an für ein Auto? Ja, vielleicht hat der meiste oder der eine oder andere im Kopf, Mensch, Ölwechsel mache ich selbst, Zündkerzen kann ich auch tauschen, ja, an meinem Auto kann ich noch was machen. Und was hat die an Pauschale angesetzt? 500? Nee, jetzt echt? Ja. Was? Würde ich schätzen. Ah, okay. Okay, ja, okay. Ich dachte schon, die hätten bei der Bank 500 Euro angesetzt, okay. Na? Ich hätte knapp 200 Euro. Ja, das liegt ganz gut. Also die Bank setzt in der Regel 250 an. Das ist auch wieder ein konkretes Beispiel. Ich habe einen Kunden, der schraubt an seinen Autos immer noch selbst rum, weil es noch geht, weil die ein bisschen älter sind. Ja, und die meisten Autos aus den 90ern, die halten ja auch eher 20 Jahre. Ja, wenn sich die Autos aus den 60er und 70er Jahren, da war schon nach 6 Jahren das Verfalldatum beim TÜV erreicht. Ja, aber der sagt, hallo, da tausche ich einmal im Jahr das Öl, einmal die Kerzen und das war's. Und meine Frau fährt damit die Kleine zum Kindergarten und zurück. Da habe ich an Kosten inklusive Versicherung, der läuft nur noch auf Haftpflicht, ja, weil mehr lohnt sich nicht. Da habe ich im Jahr vielleicht Kosten von, sagen wir, 360 Euro inklusive Benzin. Ja, da sagt er, habe ich 30 Euro. Da sage ich, ja, ist schön, aber die Bank setzt 250 an. Werde ich dann hin und wieder gefragt, ja, müssen wir denn beide Autos angeben? Ist alles nicht nötig, wenn Sie im Geld schwimmen. Ja? Dann braucht man so ein Feintuning nicht zu machen, dann ist das alles vollkommen unnötig. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich über jeden Kommentar und jede Frage, jede Anregung, alles, was Sie mir gerne mitteilen möchten und was Sie speziell interessiert, schreiben Sie mir einfach einen kurzen Kommentar mit Ihrer Frage, einfach hier unten und ich beantworte das entweder direkt oder mit einem zukünftigen Video. Ganz lieben Dank und alles, alles Gute, Ihr Ralf Schütt. Tschüss!